Nächster Teil der kleinen Serie. Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Wir stehen jetzt wieder in der Südeifel und Südwesteifel am Ortsrand von Bettenfeld auf dem Winsborn-Krater. Das heißt, hinter mir ist ein Gipfelkreuz zu erkennen. Hinter mir ist auch Lava, erkaltete Lava zu erkennen. Also ein echter Vulkan, auf dem wir stehen. Es gibt ja ganz viele Mare in der Eifel, die nur aufgeworfenes Bodenmaterial beinhalten. Hier ist echte Lava zu sehen, ein echter Vulkanausbruch. Und wenn man den Blick weiter schwenkt, dann kann man in den Vulkankessel hineinsehen und sieht dort einen Vulkankratersee. Wir sind auf dem Winsborn-Krater und der See ist der einzige Vulkankratersee nördlich der Alpen. Also tatsächlich eine Besonderheit. Der ist nicht besonders groß. Man kann in einer guten Viertelstunde um den See herumlaufen. Er ist 1,70 Meter tief an der tiefsten Stelle, hat keinen natürlichen Zufluss, also ist nur gespeist durch Regenwasser. Grundwasservorkommen hier in dieser Höhe, wir sind etwa 570 Meter über NHN. Grundwasservorkommen so hoch sind nicht so stark, dass der See davon gespeist werden könnte. Also Regenwasser ohne Austausch. Also nährstoffarmes Regenwasser, auch sauerstoffarmes Regenwasser, mit dem bestimmte Pflanzen aber gut umgehen können und bestimmte Tiere. Das heißt, wir haben da ein Biotop der besonderen Art, das auch unter Naturschutz steht. Also die gesamte Gruppe von Vulkanen, auf der wir stehen, plus ein Lavastrom, der sich ins Tal ergießt, ist ein großes Naturschutzgebiet hier. Und wir stehen hier auf dem, wie ich finde, interessantesten Punkt. Bei der Vegetation sieht man, die kämpft sich hier ihren Weg durch diese Lava. Da sieht man schon, dass der Boden auch für Pflanzen schwierig ist, aber manche Pflanzen können auch damit gut umgehen. Damit die Natur sich ungestört entfalten kann, ist die Nutzung des Sees verboten. Also man darf nicht schwimmen. Auch das Angeln ist seit mehreren Jahrzehnten inzwischen verboten. Die Gemeinde Bettenfeld hat als Kompensation ein eigenes kleines Angelgewässer angelegt. Und die Natur kann sich da unten frei entfalten. Man kann auf einem schönen kleinen Spaziergang drumherum wandern. Man kann die Ruhe dort genießen. Ein Lebensraum der besonderen Art. Der Winsborn-Krater gehört zu einer Kratergruppe von insgesamt vier Ausbrüchen, die sich aus der Landschaft, die sich aus der Landschaft heraus erheben, die von der Entfernung her markant zu erkennen sind. Das Ganze ist das Mosenberg-Massiv oder die Mosenberg-Vulkangruppe. Und etwa 29.000 Jahre alt, diese Krater. Und bei einem dieser Ausbrüche, da ist ein Teil der Lava ins Tal der kleinen Kyll hinabgeströmt. Und das kann man auch sehr schön sehen. Da ist der Horngraben mit der Wolfsschlucht. Da geht ein Spazierweg durch und man läuft dann zwischen Lavabrocken durch und kann sehen, wie der Fluss sich wirklich sein Bett dann wieder durch die Lavalandschaft gegraben hat. Also Winsborn-Krater, Mosenberg-Massiv, das ist einer der schönsten Lieblingsorte, die ich kenne, die einerseits Aufschlüsse über den Vulkanismus gibt und andererseits mit großen, tollen Fernsichten den Besucher belohnt.